So, da ich das bei Klappe schon gesehen habe, finde ich das Ding hier sehr cool. Goblische Rundumversicherung. Seitenweise juristische Floskeln und komplizierte Ausschlussklauseln. Man muss sich wundern, ob diese Versicherung überhaupt irgendwelche Schäden hat. Das sind unsere Goblins. GG. Komm mal mit dir. Ihr auch. Und ihr auch. So, Dexan, bist du jetzt auch mal hier, oder? Ja, gleich. Brauche noch 40%. Ich versuche nicht... Einmal mit Profis. Ja, ich hab's vergessen, dass das so war. Das tut mir gar nicht leid. So, das müsste reichen. Jawohl, reicht. Geronimo! Quer durch. Quer fällt ein. Ah, jetzt interessiert mich, ob ich das fette Ding mit diesem Schulterstücken oder was auch immer das war, hätte besiegen können. Das wäre vielleicht mal interessant. Lieber viel zu viel als nicht genug. Yeah! Azraut, Stufe 29. Tschüss. Hey, okay. Ich will mitkommen. Momentchen. Ich muss nur rausfinden, mit welchem Knopf man das Ding zum Fliegen kriegt. Ha, na also, haltet euch besser fest. Lass green. Geht ab wie eine Rakete. Es läuft mit Azerit, Baby. Oh, oh. Die haben einen Schuss, die Goblins. Ich finde die cool. So wie du. Mein Schätzchen hat ganz schön was drauf. Die Allianz wird nicht wissen, wie ihnen geschieht. Sie erwarten nie im Leben, dass wir zusammen in einem G-Mod-Chaos stiften. Und wenn irgendwas schief läuft, ist der Pannendienst dran. Volle Garantie ohne Extrakosten, Baby. Los geht's. Hallo? Ah. Anvisieren hier. Kannst ja hier einfach durch die Gegend ballern. Finde ich doof. Kannst auch hinhüpfen. Ich hüpfe ja. Dann brauchst du nichts anvisieren. Hüpfen! Au. Ich hab, glaube, ich habe komplett durch die Gegend geballert, das irgendwie mal. Och Mann, dieser Lackaffe hier. Welcher Lackaffe? Ja, der hier rumsteht. Boing. 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 Du bist das! Ja. Ich habe dich gerade als Lackaffe bezeichnet. Ich weiß. Ich habe das mit Absicht einfach mal ignoriert. Ich hab mal liebe volle Floskeln. Schön. Ich mache die Hauptarbeit. Alter, hier ist das los. Besonders wenn du mich schon beleidigst, könntest du mich ja wenigstens weiblich beleidigen, ne? Das wäre ja schon mal momentan. Ob ich dich nun männlich oder weiblich als Lackaffe bezeichne, ist doch vollkommen egal. Großen roten Knopf drücken. Okay. Ab geht's! Ab geht die Luzi! Ich wollte gerade sagen, ich kann mich gar nicht bewegen. Der rastet völlig aus, der kriegt eindeutig zu viel Drogen. Ist ja schön, dass das Azerit so mächtig ist, aber so selbst davon kriegst du nicht viel mit im Spiel, muss ich sagen. Du hast im Prinzip bloß deine Ausrüstung und naja, die kann auch nicht so viel. Die gibt dir zwar ein bisschen kleine Buffs, so mal zwischendurch, aber wirklich viel davon mitkriegen tust du auch nicht.
aussteigen. Na, warte mal Zeit hier. Verschwendet nicht meine Zeit. Verschwendet nicht meine Zeit. Und next stop, überprüft die Systeme des Gamemod. Okay. Anscheinend hat der Gamemod fast keinen Arzt mehr. Wir müssen ihn auftanken. Na, Tank ist leer? Das kann nicht sein. Wir haben noch genug Arzt übrig. Seht nur, was dieses Teil hier kann. Alles in bester Ordnung. Ich tanke, was? Ich tanke niemals auf, bis die Nadel nicht wirklich weit unter Null ist und habe nur Probleme. Das kriegen wir gleich zu spüren. Los geht's! Du solltest niemals die Tanknadel unterschätzen. Ja, das stimmt allerdings. Mekka-Drill! Hinter mir ist hoch der Flammeckerin. Oh mein Gott. Okay. Nein, wir haben kein Arzt. Ja, mach doch mal was. Ah! Ich kann gerade gar nichts machen, außer einen Knopf drücken. Feindliche Truppen behindern unsere Tschüss. Vorhaben in diesem Gebiet. Der Kriegshäuptling. Wie war das mit dem Tank? Ja, genau. Das tat weh. Das tat wirklich weh. Ja, genau, Nathan. Also, quatscht mir erstmal hier irgendwas von Quests. Ich hab den gleich weggemacht. Yeah, 3000 Quests abgeschlossen. Überlasst mir am besten das Denken. Überlasst mir. Durch den Kann-Dienst-Knopf im G-Mod. Überlasst mir am besten das Denken. Ups, das war der falsche Knopf. Oder? Möglich. Ich glaube, das war auch der falsche. Aua. Drückt wahllos Knöpfe, bis etwas passiert. Alles klar. Ah, das war die richtige. Schön. Naja, das ist wie mit dem Kopf über die Tastatur rollen. Hm. Pannendienst. Ihhh, ist der hässlich. Rettet Galliwigs Pannendienst? Warum ist der in... immer drei Schritte voraus. Hat der Probleme? Go, Sunny, go! Go, Sunny, go! Hm? Hast du Quest angenommen? Mhm. Gut. Gutes Mädchen! Hat er fein gemacht. Stolz auf dich. Bin ja auch den Upgrade hier. Angriff! Angriff! Kommt ran hier, ihr Dreckigen! Irgendetwas! Töten und aufschlitzen! Geht der fix? Greift ihr noch hinein? Meine Hunde machen das schon. Ja, oh. Genau. Erstmal 50 Mal dieselbe Quest. Findet Mekka-Drill Schlachtpläne. Alles klar, mach mal. Pferdchen Laufgalopp. Hä? Wo ist Sunny? Sunny! Da, 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 da. Ach, die warme Haue ist! Hallo! Wunderbar, wo ist sie denn? Besonders die Aussage, greift hier noch jemand an? Ja. Ja, außer wir beide. Das meinte ich damit. Ja, 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 ja. Weil die so schnell gefallen sind, deswegen. Ja, 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 ja.
Ja, dann halt nicht. Macht aber zu wild. Da. Oh, ich muss mir mal kurz mitten, warte mal. Oh, scheiß Schleim im Hals. Das will keiner wissen. Ich will keiner wissen, ich bin Sunny. Ich mach mal die Quest, ne? Ja, mach doch. Mach doch, was du willst. Bin ich dabei? Geil. Meckerdreht Schlachtpläne. Wo liegen die denn? Im Zelt. Zelt wahrscheinlich. Angrabbeln. Ich war auch. Nice. Hilfst du mir noch hier? Ja. Ja, hier läuft noch so ein Untoter rum, der bin ich später hinterher gelaufen. Ich bin so wie so ein Welpe, ich laufe allen hinterher. Manchmal auch den falschen. Geil! Gold. So. Meckerdrills Schlachtpläne. Wenn man so eine Bergziege als Mount hat, müsste man eigentlich normalerweise ganz normal die Berge hier hochhüpfen können. Weiß ich nicht. Na, dafür müsste es eine extra Taste geben. Dann machst du einfach so wie beim Greifhaken, beim Schurken oder beim hellenhaften Sprung vom Krieger. Also einfach hopps. Weißt du? Alle hopp. Genau, alle hopp. Oder so ein so. Widder von den Zwergen. Kommt der gleiche bei raus. Tretet näher. Und bloß nicht nuscheln. Yeah. Meckerdrills Schlachtpläne. Halt deinen Maul, Nathanus. Besteigt den G-Mod, um ein Allianz-Luftschiff in die Luft zu jagen. Ja, los. Entgegenzutreten. Ja, los, komm. Den G-Mod, ja. Hättest du mal was sagen können. Brauch ich doch nicht. Ich drücke jetzt zum Beispiel. Hättest du sagen können. Ja. Was heißt hier ja? Ja, heißt. Schon über 2 Stunden im Stream. Richtig. 2 Minuten und 18 Sekunden. 2 Stunden und 18 Minuten, so. Ich wollte gerade sagen. 2 Stunden, 18 Minuten, 15 Sekunden und so viel Millisekunden. Ja, genau. Ja, ist so. Das müssen wir auch alle wissen. Das wird eine lange Folge. Ich überlege nämlich schon, ob ich das Ding einfach mal komplett hochlade. Achso, ich sollte vielleicht mal was bringen. Ja, wenn nicht, ich mach's auch schon, so ist nicht. Bombardement! Schießt da wenigstens auf die Absturzfunktion her. Du kannst einfach irgendwo überall drauf hauen, das ist voll. Aber ich gehe ein bisschen logisch ran. Das ist vollkommen egal. Du bist nicht logisch. Du bist vollkommen unlogisch. Blöd? Ja. So, nu? Rede mit Gallivix. Ach, hier. Wo ist Sunny? Hat noch keine 100%. Doch. Sunny. Oh. So, hier, den müssen wir anreden. Hier. Hallo. Ja. Konfrontiert Meckerdrill. Ja, geil, los geht's. Gnome gegen Goblin. Ha. Das optimale Kräftemessen. Mit dem Unterschied, dass der in der Maschine sitzt. Und? Äh,
Was war denn jetzt? Ich glaube, abwarten und Tee trinken. So. Na, hier ist es. Oh nein! Wir hatten ihn beinahe. Dieses verdammte explodierende Schiff, genau. Das ist ja nicht so, dass wir dafür gesorgt haben, dass das explodieren soll. Dieser Gallivix, ey. Nein, ich möchte immer noch keine Weltquest machen. Gott, soll nicht so harsch sein zu dem guten Nathanos. Doch. So und noch viel mehr. Das ist unglaublich. Wohin fliegen wir jetzt eigentlich? Mach da an. Alles klar. Wieder zurück in Raubhafen. Quest abgeben. Trefft euch mit Nathanos auf der Klagelied. Yeah! Los geht's. Der Sieg ist nahe. Das war blöd. Das sah gut aus. Ich habe gerade geguckt, wo sie bleibt, ob sie vielleicht die Treppen runterkommt. Nee, zack, ab ins Wasser. Wo komme ich hier wieder hoch? Das war gut. Du hast doch deinen Goblin-Rucksack. Tu doch einfach hier hochspringen. Jetzt tut sie da rüberlaufen. Komm doch hier rüber zum Steg, Mensch. Oh. Treppen nehmen, sonst finde ich den Weg nicht. Oh. Da läuft die jetzt da oben lang. Nee. Oh. Okay, ich gehe zurück nach Soldasa. Ciao. Bist viel zu unruhig, Mensch. Muss man ruhiger werden. Ja, genau. Wenn ich deine Spielweise wieder sehe, da krieg ich Kotzen. Geil, Mann. Ich mute mich mal kurz. Da hätte sie bloß vom Wasser aus zurücklaufen brauchen auf den Steg. Nee, da tut sie oben lang rum. Hallo, heul also. Erstmal so, abgeben. Wir brauchen schon wieder Ruhe. Sag ich dir doch. Großer Applaus an Blizzard. Der ist offiziell für euch. Ihr seid scheiße. Das habe ich dir aber doch gesagt. Ist mir egal. So, Herr Wechsel, dann sagen Sie mir doch mal, wie viel Ruf ich jetzt brauche. Nur jetzt bestimmt ehrfürchtig. Das heißt, ganze 10.000. Kann doch nicht euer Ernst sein. Und du kriegst nirgendwo raus, wie viel das ist. Ja, aber wie ich dir gesagt habe, das wird nämlich so sein, dass halt das eine bloß halt bis zu dem und dem Zeitpunkt halt angesetzt wurde. Jetzt kam ja 8.1 und du musst halt jetzt wirklich komplett ehrfürchtig sein. Oder du bist zu dem Zeitpunkt schon ehrfürchtig gewesen. Da kannst du dich nicht bei Blizzard jetzt beschweren. Das ist jetzt... Ja, aber es ist doch einfach mal von der Logik her, das hier ist ein Twink. Ich bin ja schon ehrfürchtig gewesen bei dieser Fraktion, weißt du? Ja, aber du musst so das sehen... Das geht ja jedem fucking Twink so. Du, ja, aber du musst so sehen, du brauchst ja nicht mit jedem Twink normalerweise diesen Ruf. Ist halt jetzt doof. Wir haben jetzt natürlich hier Let's Play-Charaktere. Da ist das jetzt leider nun mal so, also... Außerdem haben wir ja jetzt gut vorproduziert, das heißt, für die nächsten 2 Wochen haben wir genug. Dass wir vielleicht dann nochmal jetzt uns ransetzen müssen mit die 10.000 Rufe. Wird uns nicht viel übrig bleiben. Ja, brauchst du nicht mehr machen. Doch! Ich kriege mich auf. Weil es einfach scheiße ist. Ich mache jetzt die Abmoderation bei mir hier in der Folge. Ich bedanke mich fürs Reingucken. Sunny, weiß ich nicht. Und wir sehen uns dann vielleicht auch noch diese Woche, wenn diese Folge rausgekommen ist, wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein. Ciao.